Ja, ich bin hier im Volkspark. Ich habe eine Nacht über geschlafen, also da fahre ich doll. Ich sage das immer wieder, ja, da musst du natürlich Elversberg hin, Elversberg her, die musst du schlagen und nichts anderes. Aber hier sind noch ein paar Leute, die wollen Autogramme haben. Und ich konnte den einen und den anderen treffen hier. Natürlich sind sie alle sauer, aber wie gesagt, wir haben sie stark gemacht und konnten den Hebel nicht umlegen auf Kampf. So sehe ich das. Der musst du den Kampf annehmen. Und der muss ich natürlich eins sagen, ihr könnt mich verurteilen, ich will nicht immer über den Schiedsrichter reden. Also ich habe hier mit Leuten gesprochen und davor, was der gepfiffen hat, das war für mich unheimlich. Ja gut, aber wie gesagt, Wunden sind geleckt und jetzt geht erst Freitagabend nach Osnabrück. Und dann wollen wir sehen, dass wir uns heute die 3 Punkte holen. Da darfst du natürlich nicht verkacken. Dann haben die Zeitungsleute natürlich wieder was zu schreiben hier. Überall verlieren wir bei der Aufzeige. Aber wie letzte Saison, da wollen wir nicht hoffen. Aber sonst sehe ich das nicht so eng alles. Wir haben das Ding verloren und auch verdient verloren, wenn man überlegt, was die noch für Chancen hatten. Aber wir hatten auch noch große Chancen da in den letzten 10 Minuten. Da kannst du das Ding noch ziehen. So Walter gibt Autogramme, wie gesagt, der kann dann überhaupt nichts dafür, wenn der andere da den Ball verliert. Also das war ein Blackout, in meinen Augen Blackout. Und da muss man natürlich, wenn du hinten rausspielst, musst du da vorsichtig spielen. Entweder haust du das Ding gleich nach vorne oder spielst nochmal zurück nach Heuer. Aber da wird Dennis noch lernen, das muss er lernen. Alles klar, nur der HSV, tschüssi, nur der HSV, alles klar, Luke, geht weiter. Peter hat an die Nacht wieder geschlafen, jetzt geht das weiter. Und daher hau ich euch die Bewertung rein. Immer fair und ordentlich, alles klar, ich wünsche euch was, tschüssi.